Moin, kurze Anleitung, wie ihr bei dem Staubsaugerroboter vom Vorwerk, dem VR300, ein Software-Update durchführen könnt, damit ihr den wieder mit der App verbinden könnt. Dazu braucht ihr erstmal einen USB-Stick. Der Stick sollte nicht größer als 64 GB sein und muss im FAT32-Format formatiert sein. Sollte es nicht klappen, das Update, müsst ihr mal verschiedene USB-Sticks ausprobieren. Da gibt es von Vorwerk keine genauen Angaben. Genau. Dann braucht ihr noch ein USB zu Micro-USB-Kabel. Das muss OTG-fähig sein. Also wenn ihr mit dem Kabel einen USB-Stick zu eurem Handy verbinden könnt, sollte das klappen. Gut. Dann müsst ihr als erstes ein Werkreset der Hardware durchführen. Dafür schalten wir den Roboter einmal aus, halten den dazu ein paar Sekunden gedrückt, bis die Lampe ausgeht. So, dann muss man hier diesen Bumper reindrücken, gleichzeitig hier die Ecke reindrücken. Da muss man aufpassen, dass man wirklich die beiden Sensoren drückt, also wirklich die Ecke reindrücken, nicht nur links oder vorne die Ecke. Das beides gleichzeitig drücken und dann den Roboter starten. So, wir machen das einmal. So. Beides gedrückt halten, Roboter starten und jetzt muss der einmal einen Bootdurchgang durchlaufen und dann ja, wiederholt er den Vorgang, dann ist die Firmware zurückgesetzt. Das sieht man ganz gut an den Lampen, solange die noch gerade durchlaufen. Ist ja noch im Bootvorgang, das dauert ungefähr 60 Sekunden. Und gleich sollte er einmal genau diese schnelle überspringen. Dann ist die Firma zurückgesetzt, dann könnt ihr ihn loslassen. Und ganz normal. Und dann ausmachen. So. Jetzt sollte er wieder auf die, ja, Firmware im Auslieferungszustand zurückgesetzt worden sein. Dann starten wir den. Einmal. Es dauert wieder ein paar Minuten. Genau. Auf dem USB-Stick müsst ihr die Software oder die Firmware von Vorwerk drauf haben. Allerdings nicht die aktuellste. Ich packe die passende Firmware, mit der das bei mir geklappt hat, in die Beschreibung. Genau. So, dann verbinden wir den USB-Stick mit dem Kabel, öffnen das Staubfach und hier diese Gummiabdeckung. Und ja, schließen das Kabel an. Dann fängt die hier, die leuchtet bunt, die fängt gleich grün an zu blinken. Genau, jetzt blinkt sie grün. Und jetzt heißt es wieder einen Augenblick warten. Mit dem USB-Stick sollte das jetzt so ungefähr eine Minute brauchen.
Sollte das sehr viel länger dauern, eine halbe Stunde oder eine Stunde, dann habt ihr einen falschen USB-Stick. Dann müsst ihr da einen anderen USB-Stick ausprobieren. Wie gesagt, der muss als FAT 32 Format formatiert sein. Und auf dem USB-Stick muss die Firmware, ich glaube, der Ordner Roboter Data einfach auf den USB-Stick drauf kopieren. Genau. Und wenn der Vorgang dann fertig ist, der Update-Vorgang, dann ertönt der ganz normale Startton. Genau, jetzt sieht man schon, die Lampe leuchtet durchgehend grün, das heißt, das Update ist bald fertig und dann ertönt der Startton des Geräts. Und ab dann könnt ihr den Staubsauger wieder mit der App verbinden. Ich lasse das noch einmal durchlaufen. Jo, jetzt ist das Update abgeschlossen. Ihr könnt das Kabel abziehen. Genau. Den Roboter neu starten und jetzt könnt ihr einfach der Anleitung der MyCobalt-App folgen. Also hier WLAN resetten mit rechter Bumper und Ausknopf. Und genau, einfach der Anleitung der App folgen. Und dann sollte das Problem mit der Internetverbindung nicht mehr auftreten.